Willkommen 2022. Nicht nur ein neuer Monat, sondern auch ein neues Jahr. Ich finde das so ein besonderer Moment. Und hoffentlich, wenn jetzt 1. Januar ist, bin ich in den Bergen in unserem Maiensees. Das weiss man nie so genau, schneetechnisch, lawinentechnisch, was auch immer sonst noch ist. Ich hoffe, ich bin jetzt dort oben und wünsche dir von dort oben ab ein Happy New Year, ein frohes neues Jahr, wo sich deine Wünsche erfüllen für das Jahr. Wünsche haben wir für das ganze Leben ganz viel, aber für das Jahr, dass du deine Wünsche auch kannst herausfinden, herauskristallisieren und dir ganz grosse Möglichkeiten einräumen, dass du findest, wow, das stimmt, wieso nicht das Jahr? Wieso ist nicht das Jahr, wo ich voll und ganz für meinen Körper schauen, wo ich wirklich Verantwortung übernehme, was ich esse und wie ich mich bewege und was ich denke und was ich fühle, weil ich kann das selber entscheiden. Ich muss nicht warten auf irgendetwas und kann es mir einfach schenken, wenn ich will. Oder etwas anderes. Ich will segeln lernen das Jahr. Ich will Bootsprüfung machen. Ich will, was willst du? Was willst du? Das ist meine Lieblingsfrage. Und sie macht plötzlich alle Türen auf. Und natürlich kann man das, ich tue immer wieder Silvester feiern in meinem Business und die Leute einladen und sagen, hey, komm, wir spielen Silvester heute und jetzt, dass du jetzt dir überlegst, was will ich eigentlich in den nächsten 12 Monaten erreichen, erleben, kreieren, herausfinden, lernen. Aber der 31. Dezember, der 1. Januar, für mich ist das definitiv etwas Besonderes. Meine Schwester so knochentrocken haben gesagt, also am Jahreswechsel wird einfach zu viel Bedeutung beigemessen. Das war immer mal so ein Running Gag, was wir uns immer wieder gesagt haben am Silvester. Es ist ein Fakt, neue Jahreszahl bei der Unterschrift, wenn wir immer wieder schnell üben. 22, 3, 2 können wir schreiben. Und ein neues Jahr liegt vor dir. Ich liebe den Kreis, der ein ganzes Jahr macht. 365 Tage. Und weißt du noch die Geschichte von Mael, die gesagt hat, also Ronja hat ein Jahr 1 Million Stunden. Und ich habe gefunden, ich weiss im Fall gar nicht, wie viele Stunden ein Jahr hat. Komm, wir müssen es ausrechnen. Und er hat eben gefunden, etwa 1 Million. Und weißt du, wie lang ist 1 Million Stunden? 1 Million Stunden ist über 114 Jahre. Und die Zahl vom Jahr, ich weiss sie nicht auswendig, muss sie schnell ausrechnen. Es ist nicht ganz 9000 Stunden ist ein Jahr. Moment, 24 mal 365, ich kann mir das nicht merken, 8760 Stunden. Das ist ein Jahr. Findest du auch, das klingt jetzt nicht nach so viel? Und 52 Wochen, 12 Monate, das sind all die Zahlen. In der Joy Academy innen habe ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Kreiskalender geschenkt, das Template. Ich habe das nicht erfunden, aber wir haben uns ein eigenes kreiert. Fiona, meine weltbeste Assistentin, hat eine Vorlage gemacht, wo das ganze Jahr im Kreis ist, Januar, Februar, März und dann die Wochen. Und dann jede Woche hat 7 Tage aussen dran. Und es ist so schön, das ganze Jahr auf einen Blick zu haben. In Regenbogenfarbig. Ich sitze da immer noch unter dem Geburtstagsdekorationsregenbogen von der Mika. Und ich freue mich auf den Jahreskreis und was alles möglich wird sein. Und dich frage, was will ich eigentlich in diesen 8760 Stunden erleben? Wie will ich meine Zeit verbringen? Mit wem? Und was will ich machen? Wirklich anpacken. Und anpacken kann auch sein, hey, weißt du was? Jetzt nimm es mal endlich easy und du mal entspannen. Und mal nur die Hälfte machen und mehr Spass einbauen. Was auch immer dir Spass macht. Spass machen kann auch sein, dass du lernst, wie man eine Uhr zusammenbaut oder irgendetwas Niffeliges. Spass heisst nicht unbedingt im Ausgang gehen oder irgendwie auf die Achterbahn, dass man ein Spassgefühl hat, sondern das ist auch wieder so individuell wie die Wünsche, die du hast. Was will ich eigentlich? Spass machen kann ein Puzzle zusammensetzen sein oder lernen, wie man einen Tisch baut oder einen Stuhl oder Bergsteigen. Wir haben 1000 Millionen Möglichkeiten und du darfst auswählen. Und ich will dich ermutigen, das auszuwählen, was du von innen her willst, dass du wirklich deine Herzenswünsche herausfindest
und nicht etwas, wo mehr sollte oder wo mehr das Gefühl hat, das ist cool oder wo jemand anders findet, das solltest du, sondern was willst du? Und wenn du mit anderen Menschen zusammenlebst, ob das deine Familie ist, deine Partnerin, dein Partner, auch deine Kinder oder sonstige Wegegespendli, wenn man über diese Themen diskutiert und herausfindet, was willst du eigentlich? Hey, komm, das machen wir zusammen. Oder hey, das planen wir gerade ein im Frühling. Im Sommer gehen wir gerade gucken, lernen, wenn man ein Floss baut und den Fluss abschippern und gehen campen. Haben wir noch nie gemacht. Oder haben wir noch nie auf diesem Level gemacht. Tun die Möglichkeiten geniessen und modellieren. Und natürlich müssen wir jetzt das ganze Jahr durchplanen. Aber so Wünsche und Träume und auch, wie will ich mich fühlen, reingeben und reinspüren. Und ich weiss, dass du dann spürst, wie fühlst du mich. Aber es ist einfach ein Fakt. Wenn du sagst, hey, ich will ein zufriedenes Jahr haben, kannst du dich jeden Tag fragen, was würde mich heute zufrieden machen? Oder glücklich? Oder das Wort, das Gefühl, das du ins Zentrum stellen willst. Und auch das kann sich immer ändern. Aber wenn du weißt, was du willst, dann kannst du deine Aktionen, deine täglichen Millionen von Entscheidungen, die wir fällen, in allen Sekunden, die wir Entscheidungen fällen, auf das abstimmen, dass du dem Gefühl zudienst, das du willst haben. Wenn du sagst, ich will ein zufriedenes Jahr haben, dann kannst du dich frei und persönlich entscheiden, dass wenn du gehst, gut posten, deine Einkäufe machen, dass du dich nicht über andere Leute nervst. Es gibt immer wieder so Gestalten im Alltag, wo ich finde, wow, du brauchst so viel Energie für das genervt sein. Ich bin letztens beim Spital Limmatal angestanden, beim Eingang, und habe dort, die haben fast schon eine Schlägerei angefangen, weil er so glatt war, zuvorderst. Und einfach seine Wut hat auslassen. Und natürlich weiss ich nicht, was in dem Leben passiert, was alles vorher war, was ich weiss nichts. Und es geht mich auch nicht an. Ich muss es auch nicht beurteilen. Aber die Energie, die man verpufft, wenn man sich ärgert über allerlei und jede und jede und irgendwelche Moves von anderen, wo man nichts dafür tun kann und sicher nicht die Person ändern, da habe ich halt mehr Freude, wenn ich mir überlege, was brauche ich jetzt, dass ich es friedlich habe. Oder was brauche ich jetzt, dass es mir gut geht? Und allermeistens ist die Antwort etwas Einfaches, etwas Kleines. So, ich finde, jetzt brauche ich einen Tee und muss hinsitzen, mal durchschnaufen und vielleicht alles aufschreiben, was in meinem Kopf rumgeistert. Und nachher wieder mal so, was ist mein nächster Schritt? Eins ums andere. Das Leben darf einfach sein und das Leben kann auch einfach ein bisschen simpel sein. Was brauche ich als nächstes? Und nicht das ganze Jahr musst du geplant haben. Aber mit Wünschen und Träumen gefüllt, mit Gefühlen, die du erleben willst. Und nachher ist es ein tägliches Handwerk, um dir deine Tage so zu gestalten, dass es dir wohl ist, dass es dir gut geht und im besten Fall deinen Liebsten um dich herum auch, dass ihr wirklich könnt sagen, hey, das war ein guter Tag und das war eine gute Woche und das war ein guter Monat. Und dann sind die Bausteine, die auf meinem schönen Jahreskreiskalender zusammen ein Jahr machen oder die 8000, ich habe die Zahl schon wieder nicht mehr auswendig, 8760 Stunden. Wir haben nicht den Anspruch, ich will dir nicht immer einbläuen, du musst es immer mega gut haben, sonst hast du irgendwie nicht ein gutes Jahr gehabt. Aber das Grundgefühl und am Abend können sagen, heute war ein guter Tag gewesen. Das ist wie mein Wunsch, weil wir haben keine Garantie für morgen, wir wissen nicht, was passiert, mit uns persönlich, sowieso wissen wir es nicht. Und die äußeren Einflüsse und die äußeren Umstände können wir auch nur begrenzt beeinflussen. Aber wenn ich es habe, wenn es mir geht, das kann ich selber entscheiden. Und dazu lade ich dich ein. Und wenn du Unterstützung willst, mit genau dem einem Fokus über dein ganzes Leben, nicht nur den Jahreskreis, sondern auch alle Lebensbereiche von wie will ich wohnen, wie will ich mein Abenteuergefühl, das man auch kann, übrigens im eigenen Garten spüren. Man muss eben nicht abseilen, um das Abenteuergefühl zu haben. Aber es kann natürlich helfen, wenn das dein Bedürfnis ist. Abenteuer und Geld und Familie und Beziehungen und Gesundheit und Wellness und Spiritualität und alle Lebensbereiche von deinem ganzen Leben, wenn du die willst,
so beleuchten, dass du für jeden Bereich herausfindest, was will ich, wie will ich mein Leben gestalten. Dann komm in die Joy Academy, weil dort sind wir ein Jahr lang unterwegs und haben Live-Calls auf Zoom, wo du kannst dabei sein kannst, wo du kannst später schauen kannst, wo du die coolsten Tools lernst, wo, ich glaube, ich kann das sagen, jedes Tool, das ich in der Joy Academy eingebaut habe, ist gratis. Braucht Stift und Papier oder deine Hände und dich selber und ein bisschen Zeit. Und das Resultat, das du erntest für dich selber, sind einfach fantastisch und bringt dich so viel weiter. Es ist ein Geschenk, das du dir machst, wenn du dir mit dir Zeit verbringst, wenn du wie in die Tiefen von deinem Bewusstsein und Unterbewusstsein absteigst und herausfindest, wie will ich es für mich machen. Dass du Selbstvertrauen aufbaust und Selbstvertrauen, ich vertraue mir, Selbstbewusstsein, ich bin mir selber bewusst und Vertrauen ins Leben und in den Plan, den du für dich machst und das, was von außen kommt, was du nicht kannst beeinflussen. Du fühlst dich mit beiden Beinen auf dem Boden, Wurzeln in der Erde und der Kopf aber im Himmel mit ganz vielen Ideen und der Vision in der Zukunft, während du im Hier und Jetzt die Stunde und die nächste Stunde von deinem Jahr gestalten und planen und geniessen und auskosten. Und vielleicht auch einfach sagen, ich brauche jetzt eine Pause und ich mache jetzt einen Mittagsschlaf. Und da aussen ist jetzt, glaube ich, der Laubbläser, der ist ein bisschen laut. Ich sage dir Tschüss, danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich tue dir ganz viel gute Energie aus den Bergen schicken, wenn du das hörst. 1. Januar 2022. Ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr und komm in die Joy Academy. Ich würde mich ganz fest freuen, dich dort zu begrüßen. Und wenn du mehr Infos willst, auf www.romniasakata.com/Joy Academy oder auch auf der Startseite findest du es natürlich. Kannst du alles nachlesen, was du überkommst, für ein Jahr dabei zu sein. Jetzt im Januar haben wir dann als Visionsretreat, wo wir ein Visionboard gestalten und eintauchen in unsere Planungsserie, wo wir alle 3 Monate daran arbeiten. Es wird so lässig und du fehlst noch. Meld dich an, ich freue mich auf dich und ganz, ganz, ganz einen schönen 1. Januar wünsche ich dir. Tschüss!